Ja, willkommen zurück hier auf dem Mars und unser nächstes Anliegen dürfte klar sein. Wir möchten erstmal dieses Gebäude hier noch fertig bekommen, die Apartments, und dann mal schauen, wie viele Leute da rein können. Dann neue Leute von der Erde holen, denn sollte dieser Gründer, das Gründerstadium beendet sein, dann können wir endlich schauen, dass wir auch unser Wasser, die Wassererzeugung hochtreiben. Die Wassererzeugung wäre, ist die Wassernetzgesamtbedarf 3,6. Wir machen aber immer noch, wir können immer noch mehr pumpen, als wir gerade machen. Wir können 24 Leute rein. Ja, das ist doch super. Das reicht völlig aus. Hat einen Verbrauch von, oh, 12. Eieiei, okay. Ein Verbrauch von 12. Die werden wahrscheinlich ja auch noch verbrauchen, ne? Also brauchen wir doch gleich mal ein bisschen Strom noch. Nicht, dass unser Strom ausgeht. Also bei denen ist es egal, wie nah die stehen, oder? Bisher habe ich nichts dazu entdecken können. Stromnetz, nee, Gesamtbedarf, gespeicherter Strom. Nee, alles in Ordnung. Gut. Und dann möchten wir als nächstes hier zum Beispiel eine Edelmetallfabrik, würde ich gerne eröffnen. Zum Beispiel hier. Das wäre ganz gut. Wo haben wir da eine Edelmetallfabrik? Edelmetallextraktor. Das brauchen wir natürlich so nah. Zu weit von Kuppel entfernt. Ah, das muss hier denn sein, oder wie? Verdammt, das ist zu weit von der Kuppel entfernt. Okay. Müssen wir fast eine neue Kuppel bauen. Ja, das ist jetzt die Frage. Hier in dem Raster vielleicht. Hier mal 468. 409. Hier wäre wahrscheinlich genial. Immer sogar fast alles vor Ort. 900. Also wenn wir hier in dem Raster hier eine Kuppel bauen. Hier rein. Das wäre gar nicht so schlecht. Es wäre dann sozusagen unsere Arbeitskuppel. Würde Metall. Okay, was haben wir denn? Dann bauen wir doch da mal eine Kuppel hin. Ja, das zu weit entfernt ist, ist klar. Egal, wir könnten sie da erstmal bauen. Machen wir. Bauen wir hier hin die Kuppel. Oh. Ui. Da gab es gerade einen Einschlag. So, der hier hat Beton gebracht. Der ist mit unseren kleinen Arbeitern. Der kann jetzt mal hier hochfahren. So, was brauchen wir da? Viel Beton. Was verwaiste? Oh. Wo ist denn da verwaiste Drohne? Wo ist unsere verwaiste Drohne, die Arme? Ganz alleine. Ganz alleine steht die hier rum. Okay. Nee, will ich nicht. Will hier hin. Hier will ich auch nicht. Ich will unseren kleinen. Hier, den da will ich. Er soll mal hier hinfahren und die kleine Drohne mitnehmen. So, dann brauchen wir viel Beton und Metall. Ich kann das aber nirgends abladen, oder? Hier könnte ich es wahrscheinlich abladen erstmal. Also lasst uns das mal hier abladen. Und den Beton mitnehmen. Dann nehmen wir Beton mit.
würde ich sagen. Ja, genau, so machen wir das. Vielleicht holen wir uns auch noch ein Autole. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Oh, was haben wir hier? Verwalter, Forschung. Okay. Ja. Wasser, Geld. Viel Beton. Der Low-G-Antrieb. Sind jetzt ein bisschen schneller unterwegs. So, die Ferngesteuerten, dass die ein bisschen Forschung machen. Das ist noch besser. Brauchen wir natürlich auch. Wie viel hat denn das Betonwerk hier noch? Produktion 24 pro Soll. Gelagerte Gesteinsabfälle. Gesamte Produktion verfügbar ist 1286. Okay, da sind nur mehr wie genug, ey. Ist auch noch Metallvorkommen. So, die Frage war ja, wie kann ich lange Strecken, oh, verdammt, lange Strecken zurücklegen? Bitte da entladen. Was haben wir denn da? Eine Aufladestation, ein Sensorturm, eine Landeplattform. Dient zur Unterbringung und Auftanken von Shuttles, die den Langstreckentransport zwischen Lagern und die Umsiedlung von Kolonisten ermöglichen. Okay. Im Tunnel können Energie- und Lebenserhaltungsnetze an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Höhen miteinander verbunden werden. Rover können durch die Tunnel fahren, um an Orte zu gelangen, die sie sonst nicht erreichen könnten. Okay. Ja, dann bauen wir mal so ein Ding. Wir müssen ja, wollen ja wissen. Ich dann drücke Shift. Nee, Steuerung. Okay, Steuerung. Ach so, das sind die Lager, ne? Also wenn ich hier ein Lager einbaue, so ein Shuttle-Ding, ich sollte aber eher hier eins hinbauen. Dass auch die Kolonisten vielleicht in die andere Dinge können, oder? Sonst muss ich ja ein Rohr hin, das ist ja ewig. Bauen jetzt hier mal eins hin. Tor zu den Sternen. Das ist ein historischer Tag für die Menschheit. Der Langzeitraum der gesamten menschlichen Zivilisation einer anderen Welt zu besiedeln, ist wahr geworden. Ich bin begeistert und stolz, zu den Menschen zu gehören, die das möglich gemacht haben. Wir werden bereits mit Bewerbungen zur Umsiedlung auf dem Mars überschwemmt und das Fernweh und der Enthusiasmus dieser Leute macht mich stolz, ein Mensch zu sein. Der rote Planet ist nach wie vor unwirklich wahrscheinlich und sogar gefährlich. Aber wir als Spezies haben stets unsere Fähigkeit bewiesen, uns anzupassen und zu verbessern. Die ungünstigen Bedingungen sorgen lediglich dafür, dass wir uns noch mehr anstrengen. Deshalb sage ich, packen wir es an. Die Kolonie wurde positiv bewertet. Es können zusätzlich Kolonisten von der Erde geholt werden. Ja, das werden wir dann auch gleich tun. Und zwar benötigen wir, was haben wir da? Einen Ingenieur, Geologe, Botaniker, Wissenschaftler. Ah, das sieht doch gut aus eigentlich, oder? Was haben wir denn sonst noch? Sonst haben wir ja gar nichts. Okay. Dann lass die doch mal starten. Nochmal 12. Und wie viel kostet uns so eine Plattform? Die kann man ja locker hier hinbauen. Oder wir bauen die einfach mal hier irgendwo hin, dass da unsere Rakete landen kann. So, und dann gehen wir dem. Das soll zuerst gebaut werden. So,
So, und dann nehmen wir das Wägelche. Dann laden wir mal den ganzen Beton hier ein. Wir brauchen ja alles an Beton. Wir können danach auch direkt eine Rakete hinschicken mit Ressourcen. Oder Shuttle. Aha, jetzt ist auch schon was knapp. Und zwar... ja. Die Maschinenteile sind es, ne? Dann müssen wir mal gucken, dass wir Maschinenteile jetzt produzieren. So, was brauchen wir denn noch für das Ding? Laden wir auf jeden Fall noch irgendwas ein. Metalle und Polymere. Okay, erst mit Polymeren haben wir hier noch bestimmt, oder? Oder hier unten haben wir bestimmt Polymere noch rumstehen. Die laden wir hier noch ein paar Polymere ein. Und dann fahren wir hoch. So, Maschinenteile. Wie können wir Maschinenteile produzieren? Das wäre dann, schauen wir mal, Elektronikfabrik. Maschinenteilefabrik. Stellt Maschinenteile aus Metallen her. Verfügbare Fertigbauten eine. Verbrauch 50 Strom. Okay, Brauch. Okay. Okay, hätten wir hier, hätten wir ja eine Ressource. Hier nicht. Okay, aber hier hat man eine Ressource sogar für unterirdische Metalle. Also bauen wir das Ding hier rein. Maschinenteilenfabrik. So, hat er schon alles hier geladen, was er kann? Ja. Oder geht noch mehr? Nee, geht nichts mehr. Okay. Also, dann darfst du jetzt erstmal hier hochfahren. Das Entladen ist aber echt eine ganz schöne Strecke. Schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie wir uns das hier ausgedacht haben. Lager. Wir benötigen erst einmal ein Lager. Das bauen wir jetzt hier hin, das Lager. So, wo sind denn... Ah, der ist zum Verwaisten, ne? Genau. Der ist hier hin. Gut, dann fahren wir hier mal hoch. Und der hier entlädt hier mal. So, dann können die nämlich die fleißigen Helfer hier schon mal anfangen. Das wird gerade gebaut. Da brauchen wir noch ein paar Polymere. Geht uns dann wahrscheinlich auch bald aus. Können wir noch Polymere irgendwie von hier unten kriegen? Ja. Ja. Wird hier noch ein bisschen hin und her geschippt. Dauert ein bisschen natürlich. Und der Beton natürlich auch. Aber die produzieren schon wieder fleißig Beton. Ja, der lädt sich jetzt erstmal auf. Okay. Also, Maschinenteile. So. Können wir erstmal ausschalten. Würde jetzt zwar so sogar nichts helfen. Und dann müssen wir ganz, ganz arg auf den Strom aufpassen. Und aufs Wasser und alles, was wir haben. Wenn denn da neue Dinge hier kommen. Wie sieht es denn mit unseren Scans aus? Ah, da müssen wir noch ein bisschen warten. Viele Menschen wollen dem politischen Chaos auf der Erde so weit wie möglich entfliehen. Die Aufnahme von Flüchtlingen generiert sowohl Geldmittel als auch gute Presse für uns. Soziale Anpassungen sind jedoch nie einfach. Flüchtlinge sind nicht auf das Leben auf dem Mars vorbereitet und erbringen deshalb eine schwächere Arbeitsleistung. Manche von ihnen haben Probleme, sich an die Lebensweise auf dem Mars anzupassen.
15 Kolonistenmoral für die nächsten 20 Sols. Okay, also wir können ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Ja, komm, lasst uns mal ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Sind die jetzt gleich da, oder? Kommen die auch mit einer Rakete wahrscheinlich, oder? Ja, hier eine Flüchtlingsrakete. Oh je. Na gut. Mal sehen. Mal sehen, ob das eine gute Idee war. Aber interessant. Heißt ja nicht umsonst Surviving Mars. So, wo ist unser kleiner Transporter? Der ist noch weit weg. Gut, schauen wir mal. So, die brauchen ja Metalle, aber Metalle können die wahrscheinlich hier schön sammeln. Das Metalle sollte hier kein Problem sein. Was haben wir da? Okay, ja, nichts Interessantes aktuell. Sollen wir hier eigentlich... Ja, selbst wenn wir jetzt eine Betonfabrik hier bauen würden. Schaue ich mal Beton. Also was ist denn hier? Qualität sehr hoch. Hoch. Durchschnittlich. Ich bin ja mal das kleine Ding hier. Das kleine Ding hier machen. So, ein Betonextraktor. Jetzt tut halt nicht so. War halt ein Stückchen runter, Mensch. So, dass wir hier wenigstens einen Betonextraktor bauen können. Wie viel? Und wo können wir den hinbauen? Völlig egal. Okay, bauen wir den dahin. Brauchen wir noch zwei Maschinenteile dafür. Gut, dann brauchen wir zwei Maschinenteile. Also laden wir mal ein Maschinenteil. Geht's hier? Das kann ich hier einladen. Wo ist Maschinenteil? Elektronische Geräte. Oh, Maschinenteile gehen uns gerade ordentlich aus, ne? Strom, ey. Nicht irgendwas, was noch mehr Strom produziert, das ist ja mickrig. Oder mickriger Strom. Riesigen Windpark. So, dann baut mal hier ein bisschen Strom. Dann brauchen wir da noch Polymere und Maschinenteile. Okay, ich glaube, wir müssen uns noch eine Rakete für Maschinen mit Maschinenteilen holen. Ein Treibstoff des Shuttles muss mit dem Stromerzeuger verbunden sein. Okay. Dann machen wir erstmal eine Stromerzeugung. Ich habe keine Ahnung von den Dingern. So, Strom kriegt er. Sprit, wie viel Sprit haben wir denn? Haben wir Sprit irgendwie eine Spritanzeige? Nö, wir haben keine Spritanzeige. Wieso haben wir keine Spritanzeige? Shuttle zu überlastet, ja, da fliegt ja auch noch gar nicht, gar nirgends hin.
Was machen die? Ach, die sammeln. Ach, guck an. Ach so. Ach, das ist ja interessant. Ich brauche gar keine zwei Shuttles, sondern die fliegen einfach dahin. War. Ah, interessant, okay. Okay, aber was wir hier auf jeden Fall trotzdem noch brauchen, ist Müll. Müll, Müll, Müll. Das ist ja interessant. Mit was kommen die? Ja, die können halt immer nur eins, gell? Tragen. Mit was kommen die da an? Bringen die jetzt echt Metalle? Haben wir nicht genug, das sind Steine, oder? Na gut. Okay, dann holt der halt nochmal Metalle. Beton. Oder auch nicht. Lassen wir erstmal unsere Rakete landen. Das wusste ich gar nicht. Es kann hier Transport ein- und aussteigen. Festabschalten von diesem Hub, Ressourcen, Kolonisten oder beides transportieren. Kann ich Shuttles bauen? Das klingt doch gar nicht so blöd. Naja, gut. Lassen wir mal die Rakete noch landen. Kommen jetzt viele lustige Leute raus. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier mal anfangen, langsam dieses Zeug hier anzumachen. Also machen wir das hier an. New colonists have arrived. Machen wir das hier an. Wir achten auf den Strom. Und was sonst noch so anfällt. Machen wir Maschinenteilefabrik mal an. Und sehen, was passiert. Sieht's gut aus. Sind jetzt schon alle da? Okay, wir haben noch jede Menge freie Arbeitsplätze. So, das ist gestoppt. Da stoppen auch mal eine Schicht. Mal sowieso nur eine Schicht. Ja, was heißt hier Warnung? Ja, mich nicht warnen. Ja. Sieht immer noch gut aus. Also wir haben immer noch vier
Vier Arbeitsplätze. Da ist voll. Machen wir hier mal nur eine Schicht. So, was wir natürlich brauchen, wäre hier mehr, ne? Oder? Steuerung um auf Nutzpflanzen aus allen Hydroformen auswählen. Okay. Ja, das kann jetzt natürlich gut sein, dass ich da auf jeden Fall mehr brauche. Aber wir werden es erleben, denke ich. Wenn wir die ersten Statistiken dafür haben. Ja, die sind natürlich überlastet, das glaube ich. So, das Ding wird gerade betankt. Und dann kommen die anderen ja noch an. Die haben jetzt leider gerade keinen Shuttle-Bahnhof. Wir haben aber da unten Benzin eingesammelt. Und das bringen wir jetzt erstmal hier hoch. Mal gucken, die sammeln hier auch schon ordentlich. Okay, wie sieht es denn jetzt hier oben aus? Unserem neuen kleinen Standort. Da brauchen wir noch Metalle. Haben wir denn irgendwo hier Metallressourcen? Ja, wir könnten die eigentlich irgendwo landen lassen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann lassen wir diese Rakete hier landen. Und tschüss.